Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit... Hä, Bodo, was machst du da unten? Na, ich suche was. Was? Deine Gewinneraktien 2018. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon. Ja, und wie man sieht, ist es gar nicht so einfach mehr im aktuellen Jahr, die Gewinneraktien noch zu finden. Deswegen drehe ich jetzt lieber schnell das Video, bevor das Jahr ganz zu Ende ist. Und heute wollte ich euch kurz meine drei Gewinneraktien für das Jahr 2018 vorstellen. Aber bevor ich damit anfange, wollte ich noch auf einen sehr, sehr, sehr legitimen Kritikpunkt eingehen, der im letzten Video mit den drei Verliereraktien hier aufkam. Und zwar, da hat jemand geschrieben, dass ich ja erst gesagt habe, dass man seine Strategie durchziehen soll und dann am Ende des Videos aber gesagt habe, dass wenn man merkt, es ist emotional zu anstrengend, dass man dann lieber mehr in Anleihen wie Apple-Anleihe und so weiter gehen sollte. Also ist doch eigentlich ein Widerspruch, dass ich erst sage, Strategie beibehalten und dann sage ich aber, nee, Strategie ändern. Nun ja, ich sehe das Ganze so. Einmal die emotionale Komponente und einmal eben diese objektive strategische Komponente. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe mich dazu entschieden, die Dividendenwachstumsstrategie zu fahren und dann ziehe ich diese durch. Dann werde ich diese auch nicht irgendwie ändern, nur weil irgendwie die Dividendenwachstumsstrategie auf einmal irgendwie schlechter abschneidet als irgendeine andere Dividendenstrategie. Das heißt, ich bleibe bei der Strategie. Aber wenn ich emotional merke, der Aktienmarkt ist zu volatil für mich, dann finde ich es vollkommen okay, wenn man seine Exposure hier reduziert und mehr in Anleihen geht. Weil häufig ist es ja auch so, es heißt zwar überall in jedem Börsenratgeber und bei YouTube, jeder Aktionär sollte eine Strategie haben, aber das sagt sich natürlich so einfach, ohne Erfahrung weiß man ja ganz häufig noch gar nicht, was ist überhaupt die beste Strategie für mich. Und das kann man eben nur auch dadurch herausfinden, indem man sein echtes Geld nimmt und eben an der Börse auch investiert. Also aus der Praxis für die Praxis. So viel also zum letzten Video. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Gewinneraktien. Ja, allzu viele sind es nicht mehr dieses Jahr. Gerade in den letzten Tagen ist es nochmal ordentlich nach unten gegangen. Und wir sehen jetzt hier auf Platz 3, ich habe noch nicht die rausgefiltert, die ich schon gar nicht mehr im Depot habe. Microsoft zum Beispiel, ja, hätte Fahrradkette, hätte ich noch halten können dieses Jahr, dann hätte sie noch besser performt als mit dem hohen Gewinn, mit dem ich sie sowieso schon Anfang des Jahres verkauft habe. Ja, ich habe sie ja, ich glaube 2015 oder so bei 45 Euro knapp oder so eingesammelt. Die zählt aber jetzt dadurch nicht mehr dazu, weil ich ja, wie gesagt, den Großteil von 2018 nicht mehr im Depot habe. Aber Berkshire Hathaway, ja, hat sich mit knapp 5% auf den dritten Platz heraufgemogelt. Und ja, ist auch insgesamt jetzt mittlerweile meine größte Position, nicht in diesem öffentlichen Firmendepot, sondern in meinem privaten Depot, mit Abstand die größte Position. Und ja, zu Berkshire Hathaway muss ich jetzt nicht so viel sagen. Eigentlich habe ich schon viele Videos gemacht, auch mit Jonathan zusammen letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als er hier war. Ich finde jetzt Berkshire aber nicht deswegen unbedingt aktuell kaufenswert, weil sie irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Aktien sehr, sehr gut gelaufen ist, auch noch in letzter Zeit. Also ich sehe das jetzt nicht irgendwie als eine Art Volatilitätsausgleich oder so, sondern ich finde Berkshire einfach nur ein super tolles Unternehmen. Und gerade aber in Zeiten, wo es zum Beispiel aufgrund von Handelskriegen oder irgendwelchen anderen Dingen mal zu einem richtigen Crash kommen kann oder ein lang andauernder Bärenmarkt ist, dann entwickelt sich halt genau Berkshire zu solchen Unternehmen, die eben genau dort eben zuschlagen können in Bereichen, wo andere Unternehmen es nicht tun. Vor allem im Versicherungsbereich können sie einfach dann Dinge versichern, die andere Versicherungsunternehmen, die extrem krisengebeutelt sind, weil ja gerade in Crashes und die mit viel höherem Hebel gearbeitet haben als Berkshire. Ja, Berkshire Hathaway ist nahezu schuldenfrei und deswegen können sie einfach im Versicherungsbereich zum Beispiel Geschäfte machen, die andere Versicherungsunternehmen nicht machen, gerade in Krisenzeiten. Und deswegen ist einfach Berkshire bei mir die größte Position insgesamt. Und ja, deswegen werde ich sie auch definitiv halten und nicht daran denken, Berkshire aktuell zu verkaufen. Ja, so viel erstmal zur Aktie Nummer 3.
Dann hat sich auf Platz 2 richtig hochgemausert im Jahr 2018. Hier unten sieht man es, Starbucks, ja, ist wieder zurückgekommen aus dem Tal der Toten, könnte man schon fast sagen. Ja, also seit 2016, ihrem All-Time-High, sind sie im Prinzip auf Mitte dieses Jahres hier richtig nach unten gegangen, nach und nach. Ja, woran lag das? Naja, guckt man sich einfach die Ertragsentwicklung von Starbucks an, dann sehen wir hier, wenn der Tab irgendwann mal funktioniert, dass, die Umsätze jetzt seit 2015 nicht unbedingt gewachsen sind. Ja, das für ein im Endeffekt Franchise-Nahrungsmittelkonzern mit hohen Kosten, der zwar eine super Marge hat, aber trotzdem sehr sportlich bewertet war. Ja, dies und andere Dinge haben eben dazu geführt, dass die Aktie eingebrochen ist. Und jetzt ist sie aber zurückgekommen und hat aktuell auch eine wieder ziemlich sportliche Bewertung, muss man sagen, für das Geschäftsmodell, trotz hoher Margen. Wie gesagt, ich finde das Unternehmen einfach nur geil, aber ja, ich will auch richtig Umsatzanstieg sehen. Zwar hat man aufgrund von Aktienrückkäufen und so weiter die EPS trotzdem schön weiter steigern können, aber am Ende des Tages will ich eben auch einfach Umsatzsteigerung, weil dann muss irgendwann nur darauf basierend der Gewinn auch steigen können. Und deswegen bin ich dann nicht ganz sicher bei Starbucks. Wie seht ihr das? Seid ihr noch in Starbucks drin? Haltet ihr Starbucks für überteuerten Schrott? Schreibt es in die Kommentare. Und dann auf Platz 1, ganz klar hier Netflix, ja, mit, wir schauen es uns nochmal kurz an, mit 44% Rendite im Jahr 2018. Zwischenzeitlich waren natürlich auch Aktien wie Take-Two und Facebook und so sehr stark im Plus. Die sind aber alle wieder nach unten gerasselt. Netflix aber bei 44% aktuell im Plus dieses Jahr. Insgesamt bin ich da weitaus mehr sogar noch im Plus, aber wir zählen ja nur dieses Jahr. Bevor ich noch auf Netflix eingehe, oder machen wir das am Ende, gehe ich jetzt als erstes auf Netflix ein. Hoffentlich vergesse ich dann aber nicht, was ich am Ende noch sagen wollte. Na egal, ihr erinnert mich dran. Bringt ja sehr viel, wenn es nicht live ist. Egal. Ja, Netflix wird ja von vielen Leuten aktuell schon totgeredet. Meine Meinung zu Netflix könnt ihr auch noch mal im aktuellen Streitgespräch mit Mission Money so ein bisschen aufgreifen. Und ich finde es immer so lustig, wenn irgendwo ein paar Videos auftauchen. In diesem Fall war es Raik Anders, der gesagt hat, dass Netflix in Zukunft nicht mehr so existieren wird wie aktuell, weil die ganzen Studios sich von Netflix entfernen werden, so wie zum Beispiel Warner Brothers, so wie zum Beispiel Disney und so weiter, und dann Netflix im Endeffekt irgendwann zusammenkrachen wird. Ja, okay, so hat es genau nicht formuliert, aber den Schluss haben viele daraus gezogen. Das weiß ich einfach deswegen, weil stündlich und minütlich und sekündlich und millisekündlich E-Mails und Instagram-Nachrichten einprasselten von Leuten, die gesagt haben, komm, ja, hast du das Video von Raik Anders gesehen? Und was hältst du von Netflix? Muss ich jetzt verkaufen? Soll ich jetzt kaufen? Und so weiter und so fort. Und auch in den Diskussionen stellt man sehr häufig fest, dass viele Leute sagen, das war's für Netflix, da ist keine Luft mehr nach oben. Und ich finde das immer so lustig, weil im Endeffekt ist das ja alles unter der Prämisse, als ob nur Netflix etwas von der Zusammenarbeit mit den ganzen anderen Lizenzgebern, Content-Creatern, Studios und so weiter hätte und die ganzen anderen das im Endeffekt einfach nur so aus Lust und Laune gemacht haben. Aber das ist natürlich vollkommener Bullshit, denn gucken wir uns mal eines dieser Studios an, nämlich Paramount, die ja zum Teil zum Mutterkonzern Viacom gehören, okay? Und wenn wir jetzt Viacom uns anschauen, dann sehen wir, dass dieses Unternehmen gerade in den letzten Jahren alles andere als wirklich rosig lief, okay? Und zu Viacom gehört eben eines der Major Studios, nämlich Paramount, okay? Und siehe da, Paramount ist, und das kann man hier zum Beispiel in diesem Artikel sehr schön nachlesen, den kann ich euch gerne nochmal verlinken, falls ihr nachfragt. Paramount ist gerade einen nicht Netflix mit Apple Deal eingegangen, sondern einen Deal mit Netflix eingegangen, dass Paramount eben für Netflix Filme produzieren wird. Gerade so in diesem mittleren Budgetbereich, den Netflix ja sowieso extrem revitalisiert hat im Comedy-Markt zum Beispiel, wo ja im Kino eigentlich, abgesehen von Adam Sandler und so, nicht mehr so viel Neues kommt, abgesehen von den super krassen 100 Millionen Budgets und mehr. Und ja, da wird jetzt einfach eines dieser Studios eben nicht diesen Kurs fahren wie
Disney und Warner Brothers, sondern wird eben mit Netflix in Zukunft zusammenarbeiten. Und das ist immer so im Kapitalismus. Ja? Wenn viele Leute sagen, wir ziehen uns jetzt aus diesem Markt zurück, es ist nicht mehr für uns attraktiv, wir wollen unser eigenes Angebot machen, dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Player, der sich sagt, Moment mal, ja, wenn Netflix jetzt vielleicht Probleme bekommt, weil weniger Content für sie produziert wird durch diese ganzen anderen Leute, dann komme ich vielleicht ins Spiel und mache einen Deal mit denen, ja. Und siehe da, im Kapitalismus ist eben so einiges möglich. Unabhängig davon ist aber Netflix sowieso, was den eigenen Content und so weiter angeht, nicht mehr wegzudiskutieren. Sie haben jetzt mittlerweile sogar HBO abgelöst bei den meisten Emmy-Nominierungen und Gewinnen. Und wenn man sich jetzt, ich habe das Ganze ja mal fürs dritte Quartal 2018 zusammengefasst, und wenn man sich dort anschaut, dass das Umsatzwachstum bei 34% liegt, das Gewinnwachstum lag sogar bei 210%, EPS-Wachstum 207%, die Marge haben sie gesteigert auf 12%, ja. Klar nimmt Netflix aktuell noch sehr viele Schulden auf, um eben den Umsatz und so weiter zu steigen, ja. Aber das wird eben bei irgendwann in ein paar Jahren 400 Millionen oder sogar 500 Millionen Nutzern eben nicht mehr so sein müssen, dass sie so viele Schulden weiterhin aufnehmen müssen, weil sie einfach so viel Ertragskraft über diese Userbase schon reinbringen, dass sie eben diese auch nutzen können direkt, um diesen Content dann zu produzieren und immer weniger Kosten pro neuem Nutzer haben. Aber das ist halt eben ein Investment Case, was ich immer wieder versuche zu erklären und immer wieder Leute sagen, nein, kapiere ich nicht, oder nein, stimmt halt nicht, oder sie sagen, ja, ich sehe es genauso wie du, ich habe es kapiert, ja. Und deswegen, ich finde Netflix definitiv haltenswert. Kaufen würde ich nicht zu jedem Preis, das hat man ja auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr gesehen, dass der Vorsprung bis zu irgendwie 370 Euro oder so dann irgendwann doch ein bisschen zu sportlich war für die aktuelle Entwicklung, weil er nicht abzusehen war, ob dieser Umsatz- und Nutzeranstieg nach wie vor aufrechterhalten wird. Von dem bin ich auch ganz ehrlich zugegeben, ganz, 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 ganz viel in den nächsten Jahren noch abhängt. Also sobald Netflix halt mal weniger Nutzer generieren sollte, was ja auch die Angst von vielen Leuten war, die gesagt haben, dass jetzt Disney Netflix komplett den Boden streitig machen wird. Ja, das ist immer das Problem, wenn man so einen Satz anfängt und immer wieder mit Nebensätzen dann ankommt, dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was man am Anfang des Satzes gesagt hat und dann am Ende den Satz nicht abschließen kann. Dann passiert Folgendes. Egal! Im Endeffekt gewinnt Netflix aktuell extrem viele, fast 100.000 Kunden am Tag netto dazu. Ja, jetzt im vierten Quartal wird es natürlich nochmal richtig viel neue Kunden geben. Und ich bin da der Meinung, dass Netflix absolut in Zukunft richtig, richtig weiter durch die Decke starten wird und weiter wachsen wird. Ja, so viel dazu. Man muss natürlich auch gucken, aktuell sind sie schon 100 Milliarden wert, deswegen zu jedem Preis würde ich persönlich Netflix nicht kaufen, aber wenn sie noch ein bisschen fallen sollten, dann könnte ich mal wieder ein bisschen nachlegen. Ansonsten, ja, waren das meine drei Gewinneraktien fürs Jahr 2018? Ich würde am Ende nochmal mich an eine Sache erinnern, und zwar Folgendes, ja. Diese Jahresvergleiche sind einfach nur im Prinzip eine Art von Buchhaltung. Ich muss auch noch den November und dann den Dezember-Report auf meinem Blog schreiben. Auf meinem Blog führe ich genau Buch über die Verkäufe und Käufe und zeige immer genau die Performance vom aktuellen Jahr, vom aktuellen Monat und auch die Gesamtperformance. Aber es spielt jetzt eigentlich für den persönlichen privaten Anleger keine Rolle, ob man jetzt seine Rendite auf Jahresbasis vergleicht oder nicht. Ja, also hätte ich jetzt zum Beispiel im Mitte des Jahres ein allgemeines Update mit den Gewinneraktien und Verliereraktien von Mitte 2017 zu Mitte 2018 gemacht, was ja genauso legitim ist, wie jetzt diesen Endjahresvergleich zu machen, dann wären die Ergebnisse ganz anders, als wenn ich es jetzt gemacht habe. Und man sollte sich nicht zu viel jetzt irgendwie da hinein interpretieren von wegen, oh, das Jahr ist jetzt richtig gut gelaufen oder das Jahr ist jetzt richtig schlecht gelaufen und so weiter, weil am Ende des Tages sind wir natürlich langfristige Investoren, aber trotzdem finde ich diese Buchhaltungsvideos extrem wichtig und dass man darüber auch spricht. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, ja, habe ich jetzt alles zu Netflix und zu Berkshire und zu Starbucks erstmal gesagt. Starbucks, wie gesagt, werde ich nochmal analysieren und werde dann einen Podcast nächstes Jahr ranhängen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder im nächsten Video und zwar mit den beiden Dietrichs, also beziehungsweise mit dem Dietrich und dem Dietrich zusammen. Da werden wir mal dieses ganze Thema Cum-Cum und Cum-Ex und Cum-Fake und Cum-Speck und weiß was ich alles noch behandeln. Das wird auf jeden Fall interessant. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Aua. Ciao, ciao.